Ja, dann herzlich willkommen in der Autostadt, herzlich willkommen in der Fanstadt zu Littys EM-Analyse. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Carsten Löwe, ich arbeite für Radio 38. Wir arbeiten öfter auch mit dem VfL Wolfsburg zusammen, auch mit der Autostadt und sind immer froh, wenn wir eingeladen werden. Ich sage Ihnen immer, wo die Blitzer stehen und wie das Wetter wird. Ja, und als es hieß, Bjelit Barsky macht hier die EM-Analyse, da musste ich gleich reingrätschen und mich als Manndecker anbieten, denn ich bin persönlich schon sehr lange Lit Barsky-Fan. Damals auf dem Bolzplatz mit der Pille wollte ich immer Lit Barsky, Litty sein. Ich gebe zu, zwischenzeitlich wollte ich auch gerne mal Lothar Matthäus sein. Was? Ja, aber als dann Litty in meinem Panini-Sammelheft klebte, ab da war die Welt für mich dann erst wirklich in Ordnung. Insofern, ja, vielen Dank für die Einladung, ist mir eine Ehre, sehr geehrter Bjelit Barsky. Und bevor es hier analytisch und taktisch zur Sache geht und wir die EM mal so ein bisschen ins Auge nehmen, begrüßen wir gemeinsam Herrn Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt. Und der kann uns bestimmt auch ein bisschen was zur Aktion Fanstadt erzählen. Vielen Dank, Herr Löwe, und vielen Dank, Herr Lit Barsky, dass Sie hier sind. Das ist uns eine große Freude. Erstens, weil wir Sie natürlich als Sportler verehren. Zweitens, weil Sie für den VfL als Botschafter unterwegs sind. Und wir sind ja nun ein stolzer Partner des VfL. Ich gebe zu, in dieser Saison sogar ein besonders stolzer Partner des VfL, denn die Spiele haben wirklich Spaß gemacht. Also kann ich nur sagen, großes Kompliment an die komplette Mannschaft und auch an den jetzt ausgeschiedenen Trainer. Wir haben hier uns gedacht, naja, EM ist in ganz Europa, also muss sie auch in der Autostadt stattfinden. Und das ist sozusagen ein Teil unseres Beitrags. Ich freue mich sehr, Lit Barsky, dass wir Sie heute fragen können. Kollege Löwe und ich bin ja auch mal Journalist gewesen, werden Sie gleich ein bisschen mit Fragen traktieren. Das wird Sie nicht erschüttern, denn Sie sind unerschütterlich, das wissen wir aus Funk und Fernsehen und natürlich auch aus den persönlichen Begegnungen. Und wir wollen für unsere Kunden, und zwar die Großen wie die Kleinen, natürlich diese EM auch ein bisschen näher bringen. Das heißt, man kann hier Fußball spielen, das ist wichtig. Es geht, der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten und all diese schönen Dinge. Also bei uns ist die Wand auf jeden Fall ziemlich spannend. Das ist eine technische Wand, mit der man seine Zielgenauigkeit testen kann. Sie, Herr Lit Barsky, haben es dankenswerterweise auch gerade mal versucht. Also es ist nicht ohne, selbst für einen großen Könner wie Sie. Wir haben einen Robo-Keeper, der in der Lage ist, tatsächlich, naja, Fraunhofer Gesellschaft macht ja nichts Schlechtes, mit neuester Robotertechnik wirklich ein ernsthafter Gegner für einen menschlichen Kicker zu sein. Und wir haben hier ein wunderbares Gewinnspiel. Man kann sich hier ein Trikot, das ist wirklich ein schönes Trikot, wenn Sie davor stehen, wird es gleich noch schöner, Herr Lit Barsky, sichern, indem man sich hier registriert. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Ich freue mich darüber sehr. Und insofern, ja, das ist ein bisschen Fanstadt in der Autostadt, wenn wir natürlich... Wenn die Spiele laufen, dann sitzen wir natürlich auch vor der Glotze. Ich meine, das gehört sich dann so. Jawohl, dann vielen Dank, Herr Maus. Ja, zu dem Mann, den man eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ich mache es aber trotzdem einfach, weil ich der große Fan war und weil ich finde, es ist der Rede wert. Unglaubliche 474 Pflichtspieleinsätze mit 128 Toren für den ersten FC Köln. Als Spieler und Trainer auf der Welt unterwegs, darunter in Frankreich, Japan, Australien, Schweiz, Iran war sogar mit auf dem Reiseplan. 73 Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft aufgelaufen und hat uns 1990 einen der schönsten Sommerabende überhaupt beschert. Ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern war, da hieß es nämlich, Deutschland schlägt Argentinien mit 1:0 und ist Weltmeister. Markenbotschafter des VfL Wolfsburg, wir freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen nochmal, Bjelit Barsky. Dankeschön. Genau, da kann man auch mal... Darf ich Pierre sagen? Ich bitte darum. Sehr gut. Oder Litty, ja. Litty, also genau. Passt ja auch. Litty, vorneweg. Heute Abend ist ja soweit. Deutschland steigt ein bei der EM. Wie ist das bei dir? Kribbelt es in den Beinen? Würdest du auch gerne nochmal da auf dem Platz stehen? Selbstverständlich, aber das Kribbeln geht nicht so weit, dass das noch irgendwie körperlich möglich ist. Das Spiel ist auch ein bisschen schneller geworden, aber ich gucke natürlich jetzt Fußballspiele als absoluter Fan. Und habe zwar Respekt vor den Franzosen, aber habe auch Glaube an unsere Mannschaft. Okay. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn man dann bei so einer EM oder WM spielt? Am Tag, an dem das Spiel stattfindet, gibt es dann da irgendwie nochmal Trainingseinheiten oder sagt man eher, komm, holt euch alle nochmal ein Eis, versucht alle nochmal runterzukommen und fokussiert euch? Wird da nochmal was gemacht? Ich weiß nicht, ist noch Eis noch erlaubt oder was? Ist ja, heutzutage ist, eine Frage, die berechtigt ist. Ja. Es gibt verschiedene Vorbereitungsmöglichkeiten. Manche, die haben gern noch einen Aufgalopp, manche Trainer machen da morgens noch kurz ein bisschen sich bewegen. Jeder macht das anders, aber insgesamt geht es eigentlich jetzt da nicht mehr darum,
körperlich irgendwas aufzuarbeiten, sondern einfach sich aufs Spiel Stück für Stück im gewohnten Rhythmus vorzubereiten. Und da ist eine Besprechung. Da ist normalerweise ein Spaziergang. Mit dem Felix Magert war das ein Rennen um den See. Bei Jogi Löw geht es da wahrscheinlich ein bisschen ruhiger ab. Da gibt es nochmal Einzelgespräche, vermute ich. Und dann werden die meisten oder wahrscheinlich alle schon von den ersten elf wissen, dass sie spielen. Und man braucht ja auch so ein bisschen Anlaufzeit, um sich darauf vorzubereiten. Waren ja nicht mehr viele Fragezeichen, Sané oder Havertz. Ansonsten, glaube ich, war eigentlich alles okay. Kimmich muss rechts ran. Ist ja auch verletzungsbedingt so eine Sache, ne? Wenn jetzt dann tatsächlich heute Mittag um 30 dann noch einen Fuß umknickt, das ist ja dann auch nicht optimal. Ja, wir hatten schon Spieler, die haben sich unter der Dusche verletzt abends und konnten nicht spielen. Also da hoffst du natürlich als Trainer jetzt, dass sowas nicht passiert. Aber insgesamt glaube ich, die sind alle, die Bäder sind alle abgepolstert, da passiert nicht viel. Und die haben ja auch einen riesen Staff dabei. Da hat ein Spieler vier Betreuer sozusagen. Also da wird kaum was passieren. Die DFB spielt die drei Vorrundenspiele in München. Ist das, kann das einen Unterschied machen, wenn man dann mehr oder weniger auf heimischem Boden spielt? Ja, ich glaube, speziell in so einen Spielen, wo du wirklich gegen einen Gegner spielst, der extrem stark ist, ich gehe mal davon aus, das ist ein 50-50-Spiel. Und da sind natürlich so Situationen, wenn du mal abschließt oder so, wenn du mal eine Aktion hast und dann kommt das Publikum. Also wir haben das auch bei uns in Wolfsburg. Manchmal schieben die Fans dich dann an und auf einmal ändert sich der Spielrhythmus. Extrem wichtig und ein Riesenvorteil nach meiner Meinung für uns. Haben wir uns nach dem Losglück natürlich auch ein bisschen verdient irgendwie, so gesehen. Das war das erste Mal, ich glaube das erste Mal überhaupt in der Geschichte, dass wir so eine schwere Gruppe haben. Das ist unglaublich, wir haben sonst immer... Kann man auch als gutes Zeichen sehen, dann geht es direkt in die Vollen und es gibt keine Ausreden hinterher, von wegen, wir müssen ja erstmal ins Turnier reinkommen. Ne? Ja, also abtasten ist da nicht, mehr da viel, ist nicht mehr viel. Aber das kann natürlich auch eine gute Sache sein. Du gewinnst das erste Spiel, kommst gleich in den Rhythmus rein, haust dann noch Ronaldos Portugiesen weg, ja, und gehst dann als Erster aus der Gruppe raus. Also das ist, das lasse ich mir gefallen. Jawohl. Wir haben uns vor dem Gespräch hier schon so ein bisschen unterhalten und auch natürlich über die EM, wie die ersten drei, vier Tage so für uns waren. Und wir beide waren der Meinung, es hat eigentlich erstmal mit einem Schock angefangen. Ne? Da haben Sie sich eine Frage. Naja, ich meine, ich glaube, das hat uns alle erschüttert. Christian Eriksen fällt um, ohne irgendeinen Kontakt. Herzstillstand, muss reanimiert werden auf dem Platz. Jetzt hört man, Gott sei Dank, er scherzt schon wieder. Die Mannschaft hat sich entschlossen, nach 107 Minuten Unterbrechung weiterzuspielen. Sie waren nie in einer so extremen Situation, glaube ich. Aber können Sie sich in die Lage der Mannschaft versetzen? Was bedeutet das, wenn einer, ja, ein bester Freund ja auch, ja, einfach umfällt und man nicht mehr weiß, ob der stirbt oder lebt? Also ich kann das nachvollziehen, weil ich hatte selber einen Spieler in Japan, der ist umgefallen, der ist uns umgefallen und ähnliche Situation. Jetzt im Eriksens Fall war ja Simon Kehr, der ja auch bei uns hier gespielt hat, wirklich blitzschnell da und hat ihn in die Seitenlage gebracht, damit er sich nicht an seiner Zunge verschluckt, was vielleicht dieser entscheidende Moment war, dass der eben doch dann überleben konnte. Dann denkt man, ja, das relativiert sich natürlich alle. Wir machen natürlich ein riesen Brumborium um die EM und das ist ein tolles Ereignis. Aber dann merkt man wieder eigentlich, wie das ganz andere Sachen wichtig sind. Und ich fand die auch so, das waren ja Bilder, als die Mannschaft um den rum stand, damit also als Sichtschutz, damit er da auch in Ruhe behandelt werden kann. Ich fand es sehr dramatisch. Wenn Sie mich jetzt aber fragen würden, ob das richtig ist, dass man das Spiel fortgesetzt hat oder nicht, ich bin nicht 100% bei allen denen, die sagen, naja, mal einen Tag Pause oder so. Natürlich gibt es da moralische Bedenken, aber es ist so oder so
wenn das Spiel auch am nächsten Tag weiterläuft, das ändert ja nichts an der Situation Eriksen. Das ist dann, wir können dann sagen, okay, ach ja, moralisch erstmal einen Tag Pause. Aber es geht ja gar nicht um uns oder wie die Leute denken, sondern es geht um Spieler Eriksen. Und das ist eigentlich das Gute, dass der Spieler wirklich wieder fit ist, in der Weise, dass er also ansprechbar ist, dass er Witze macht, wie Sie schon gesagt haben, und dass er vor allen Dingen vielleicht auch die Möglichkeit hat, weiter Fußball zu spielen, weil das ist das Einzige, wer Eriksen kennt, der geht mit dem Ball ins Bett, ja, und der möchte gerne wieder Fußball spielen, und das wünsche ich ihm natürlich. Ein herausragender Fußballer, und wir hoffen natürlich, dass er vollständig wiederhergestellt wird. Was macht das denn mit den anderen, die nicht betroffen waren? Ich meine, jeder weiß, dass Sport was mit Belastung zu tun hat. Jeder weiß, dass so eine Belastung auch zu negativen Folgen führen kann. Wir haben diese Beispiele auch in der Liga gesehen. Macht das Menschen ängstlich, zumal ja im Moment die Strapazen auch enorm sind? Allein schon diese weiten Reisen zwischen den Austragungsorten sind ja etwas, was es in der Ausprägung über diese langen Distanzen bei anderen Turnieren nicht gegeben hat. Ja, wir müssen bloß mal unterscheiden, als ich mal jung war, die Reiserei, da sind wir noch mit dem Bus durch Mexiko und haben irgendwo angehalten. Da war dann so ein Esel, der hat aus der Flasche Bier getrunken, und dann wurde mal irgendwann, hatte der Trainer gesagt, jetzt fahre ich selber den Bus. Das kommt heute nicht mehr vor. Wir haben eigentlich eine Infrastruktur für die Mannschaft geschaffen, jetzt ja nicht nur für unsere Mannschaft, sondern für alle Mannschaften. Die sind heute blitzschnell, kommen die von A nach B. Diese langen Wartezeiten, wenn wir früher in Moskau gespielt haben, da warst du erstmal 4 Stunden am Flughafen und da haben sich erstmal dein ganzes Gepäck angeschaut, ist heute ja alles nicht mehr. Das heißt also, dieser Zeitfaktor ist nicht mehr so problematisch wie früher. Insgesamt aber haben wir durch diese Corona-Situation natürlich eine ganz andere Belastung gehabt. Wir haben Mannschaften gehabt, die in einem engen Mittwoch-Samstag-Mittwoch-Rhythmus spielen mussten und die auch teilweise nicht diese perfekte Vorbereitung hatten, weil wir einfach nicht wussten, was ansteht. Wir haben Spieler gehabt, die haben dann zu Hause auf dem Fahrrad gesessen und haben per Video dann ihr Trainingsprogramm bekommen. Und das ist keine optimale Vorbereitung. Und man sieht auch jetzt bei den Spielen, das sind Spieler, die sind nach 60 Minuten platt. Die sind vollkommen platt, und das haben wir eigentlich vor 2 Jahren nicht gesehen. Und das ist natürlich dann auch eine andere Belastung für die Spieler. Und insgesamt, wir haben früher vielleicht auch, weil wir oft nicht wussten, heute sind ja die Spieler viel belesener, die wissen viel mehr über Verletzungen und so. Der Toni Schumacher, der hat gesagt, ja gut, da ist der Finger gebrochen, dann habe ich ja noch 9. Ja, also das ist anders. Früher, wir haben auch ganzen Testmöglichkeiten heute, Computertomographie und so, gab es früher alles nicht. Das heißt also, heute ist man auch viel sensibilisierter. Weltmeister Frankreich, Mbappé, Benzema, Griezmann, absolute Knaller vorne im Sturm. Was machen wir denn da jetzt? Wie kriegen wir die geknackt und wie sorgen wir dafür, dass hinten die Null stehen bleibt? Ist das überhaupt machbar? Naja, die Null stehen bleibt. Aber da bin ich jetzt nicht 100%, ob die Null stehen bleibt. Meine Gedanken sind immer, die Franzosen, wenn wir offensiv gegen sie spielen, haben sie mehr Respekt, als wenn wir abwarten. Es gibt in der Historie immer wieder Spiele, da war ich auch mal beim Spiel dabei, 82. Solange wir sie beschäftigt haben, die laufen nicht gern hinterher. Die spielen gern nach vorne, selbst Spieler wie Pogba oder weiß ich was. Oder bis auf Kanté, das ist der Einzige, der gerne hinterm Ball hinterherläuft. Aber die anderen, so Mbappé, den kannst du natürlich so mit der deutschen Art, mit der trockenen Art, kannst du die natürlich aus dem Spiel nehmen, denen die Lust nehmen. Aber es ist recht schwierig, weil die einfach eine Ansammlung, wir haben eben Benzema gesagt, wenn Benzema nicht spielt, spielt Giroud, macht letztes Mal noch 2 Tore. Die haben außergewöhnliche Qualität, aber ich schätze sie nicht so stark in der Defensive. Sie machen immer wieder im Zentrum Fehler, einzelne Spieler leisten sich Abspielfehler, und da glaube ich, durchs Zentrum, also ich möchte auch nicht gegen Müller spielen.
das ist auch ein unangenehmer Spieler und wenn der eine Chance hat, haut er das Ring rein. Der Keeper ist auch nicht gerade der Allerbeste. Also ich glaube, auch wir haben da gute Chancen, Tore zu erzielen. Und Tipp? Ich bin beim 2-2, was uns nicht, ich weiß nicht, da wird uns natürlich nicht so viel weiterbringen, weil dann gibt es den nächsten Knaller gegen Portugal, aber 2-2 in der jetzigen Situation, wir spielen gegen eine Granatenmannschaft und da müssen wir alles aufbieten und ich bin mal gespannt, wie wir spieltaktisch reingehen, ob wir wieder auf irgendein Ballgeschiebe sehen oder ob wir jetzt mal die Musik nach vorne verschieben. Schönen Fußball. Herr Maus, was sagen Sie? Welcher Tipp? Also wer wäre ich, einem Weltmeister zu widersprechen? Nein, ich bin sehr offen für konstruktive Kritik. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ein relativ torreiches Spiel wird, weil ich glaube, dass sich unsere Mannschaft auch nicht hinten reinstellen wird. Insofern würde ich mal also ganz waghalsig sagen, 3-2 für Deutschland. Ist ein bisschen Lokalpatriotismus dabei, ich gebe es ja zu. Ich würde es sofort unterschreiben. Dann wären wir schon fast durch. Ja, das ist ja dann fehlt ja die Spannung, ja. Wenn wir 2-2 und dann gegen Portugal und dann mal wieder Ronaldo, wie er immer bei der WM und bei der EM versagt, wann weinen sehen, das würde ich mitnehmen gerne. Das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Aber vielleicht, wenn ich da noch mal was nachfragen darf, Herr Littbarski. Es ist ja, wir haben gestern ein Spiel gesehen, Spanien, Schweden. War das ein Spiel? Manche sagen ja, manche sagen nein. Die letzten 10 Minuten ähnelten jedenfalls einem Spiel. In diesen letzten 10 Minuten hat man gesehen, was die Spanier eigentlich gekonnt hätten. Sie haben es aber über 80 Minuten nicht getan und nicht hingekriegt. Die Schweden haben klasse verteidigt, also auch den Bus hinten geparkt, wie man so schön sagt. Ist das eine Strategie, die man gegen Frankreich auch fahren könnte? Oder sagen Sie, damit lädt man die erst so richtig zum Preisschießen ein? Naja, es geht ja mehr um, im Verteidigen geht es natürlich um bestimmte Räume. Welche Spieler sind in welchen Räumen gefährlich? Mbappé, wenn er Raum hat, wenn ich also weit vorne decke und muss gegen Mbappé verteidigen, dann wird es schwierig. Wir haben aber auf der anderen Seite Spieler wie Griezmann oder auch Benzema oder Giroud, die sind natürlich im 16er ganz gefährlich. Das heißt also, du kannst gar nicht pauschal sagen, wir müssen so oder so spielen. Es geht eigentlich eher darum, einfach schon mal, also diese Pass, diese Anspieler schon zu stören. Das heißt also, die Pässe schon zu unterbinden, dass die Spieler überhaupt nicht an den Ball gekommen sind. Also wir haben auch früher, da haben wir eben gesagt, hey, der darf den Ball nicht bekommen, der Zehner, bearbeite den mal. Ja? Und da muss man halt wissen, wie die Franzosen ihr Spiel aufbauen. Ganz tödlich sind Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, weil die dann, haben sie ja bewiesen, sie stehen eigentlich hinten sehr kompakt und spielen dann schnell nach vorne. Also da sind viele taktische Sachen zu bedenken. Deshalb würde ich nicht sagen, pauschal zieht euch zurück oder greift vorne an. Aber wir sollten auf alle versuchen, das Heft in der Hand zu behalten und immer wieder auch nicht mit Quergeschiebe, sondern mit vertikalen Bällen vorne rein immer wieder auch unsere Qualitäten nutzen. Wir haben gute Leute im Endbereich und da hoffe ich, dass wir da die Franzosen ärgern können. Dann hoffen wir mal, dass wir alle mit einem Glücksgefühl heute Abend Fernsehen gucken können und die gleichen guten Schwingungen haben. Und witzig, wir haben bei Radio 38 auch ein Tippspiel natürlich und wir haben uns ein bisschen abgesprochen, aber ich habe tatsächlich auch 3-2 getippt. Das hatten wir im Vorfeld nicht abgesprochen. Mal was anderes. Jetzt ist man bei so einer EM oder WM, ne? Da ist man ja mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschnitten als Team. Man versucht natürlich keine Störungen reinzubringen und sowas alles. Wie war denn das 1990? Du hast 6 Wochen lang dein Zimmer mit Andi Köpke geteilt. Geht man sich da nicht irgendwann auch mal auf den Nerven? Nee, also Köpke wäre eigentlich dann meine Ehefrau sozusagen für 6 Wochen. Da hat man das Bett geteilt. Glücklicherweise waren wir auseinander, die Betten. Aber es ist extrem wichtig, wenn du als Partner da hast. Also wir haben schon, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber 1982 hatten wir ein
Paar, das hat sich wirklich nur guten Morgen und gute Nacht gesagt. Die konnten sich also nicht ausstehen. Und das kann schon belastend sein, wenn du so 6 Wochen dann immer den gleichen Menschen siehst. Ja, also das ist schrecklich. Köpke war absolut top. Wir haben uns super verstanden, bis ich ihm im Training überlobt habe. Also ein toller Lob ins Tor rein. Er hat meinen Ball irgendwo ganz weit weggeschossen und er hat mir abends nicht gute Nacht gesagt. Also das fand ich traurig, ja. Menschlich eine Tragödie natürlich, aber wir haben uns wieder zusammengerauft. Und aber es ist wirklich so, du musst da harmonieren, weil du willst ja auch, du musst schon mit einer guten Laune ins Training gehen. Wir wollen ja auch, und man sieht die positive Stimmung. Und ich glaube, die haben jetzt Viererzimmer. Das war, also da war ein Zimmer dabei, das war Müller und Goretzka und die schlafen nie. Der Müller, der hat 24 Stunden Radio an. Die haben ja heute auch alle Playstation und so, ne? Da wird dann einfach Kopfhörer aufgesetzt, wenn man mal die Schnauze voll hat auf gut Deutsch und dann spielt man da FIFA-Fußball oder was auch immer. Ja, das ist ja so, das ist ja so Wahnsinn. Die sitzen also in dem einen Block da vier und dann nebenan ist dann der andere Block und dann spielen die online, ja, sitzen eigentlich nebeneinander, ja, ist herrlich, aber das ist so und ich kenne eigentlich auch Trainer, viele Trainer, die spielen auch mal, also nicht, dass der Yogi da noch dattelt vorm Spiel und sich da verrückt machen lässt, ja. Wenn es hilft, immer gerne, also da haben wir ja dann auch nichts dagegen. Gucken wir nochmal auf die EM. Samstag geht es ja dann weiter gegen Portugal. Cristiano Ronaldo, haben wir auch schon angesprochen, der ist in letzter Zeit auch nicht mehr so richtig gut drauf, hat man das Gefühl. Irgendwie fehlt da so ein bisschen das, was er sonst vorher noch hatte. Wie sieht es da aus? Sind die diesmal zu schlagen? Erstmal haben die eine fantastische Truppe. Die sind also eine gute Altersmischung. Fernandes von Man United, ein grandioser Spieler. Auch Ronaldo, glaube ich, weil er in der Saison nicht, er hat zwar viele Tore gemacht, aber er hat eigentlich nichts mit der Mannschaft gerissen. Das wird gefährlich, weil der wird mit einer anderen Motivation wieder reinkommen und der will noch was beweisen und das ist ja auch noch nicht klar, bleibt er bei Juve oder so, vielleicht will er sich noch mal irgendwo auch zeigen, weil viele Kritiker sind natürlich da, die sagen, das macht zwar Tore noch, aber sonst ist es schwierig und deshalb ist er sehr gefährlich. Also die Portugiesen sind wirklich schwer einzuschätzen und schwierig zu spielen. Also das wird kein Zuckerschlecken. Hoffen wir, dass mir diesmal keine Motten mit auf dem Platz sind. Das war ja so schlimm im Endspiel, ne? Ja. Alles voll mit Motten waren. Du bist als Markenbotschafter für den VfL Wolfsburg unterwegs, ne? Jetzt spielen mit Perwan, Schlager, Mbabu, Memedi, Brekalo, Weghorst, der Sonntag ja auch genetzt hat. 6 Spieler des VfL bei der... Brekalo hatten wir auch noch, wa? Ja, habe ich hier mit drin. Brekalo. Genau, ja, 6 Stück sind mit dabei. Junge, ja, aber da passt Baski auf. Ne? Jetzt mal angenommen, ne? Wir machen die Vorrunde klar, kommen weiter und wir stehen dann irgendwie im Viertelfinale, Achtelfinale oder so, spielen nochmal gegen Holland auf dem Platz und der Weghorst, der schießt Deutschland aus dem Turnier. Heißt das dann, wenn das Training hier wieder anfängt, dass er dann ein paar extra Einheiten machen muss oder freut man sich dann doch und sagt, hast du gut gemacht, Mensch? Ich weiß jetzt nicht, ob der Magath-Hügel dann noch da ist. Den wollten wir ja wegmachen. Marcel Schäfer hat gesagt, der Magath-Hügel muss weg. Vielleicht halten wir den mal noch bis zum Holland-Spiel. Weghorst ist, was grandios ist. Also erstmal hat das Tor gemacht, aber du hast Sprechchöre gehört. Der ist ja erst von 0 auf 100 in 4 Wochen. Den wollten sie ja gar nicht haben. Das hat keiner gesehen, wie grandios der hier gespielt hat. Das ist ein Junge, spielt mit Herz. Und da ist doch normal, dass der sich voll reinhaut. Aber der haut sich in jedem Spiel voll rein. Und wir sind stolz, dass wir ihn haben. Und wir sind auch stolz, dass wir die anderen Spieler da haben. Also das ist schon... eine tolle Sache und da haben hier Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer grandiose Arbeit geleistet, weil die Mannschaft, die passt auch zu Wolfsburg. Die wollen
auch abliefern. Und die siehst du dann auch mal, du siehst auch dann Spieler hier, wir hatten jetzt natürlich Corona-bedingt Probleme, aber die laufen dann auch durch die Autostadt. Ist ja für mich hier auch nicht das erste Mal. Also ich bin, hier kannst du wirklich, im Winter kannst du Schlittschuh laufen, da kannst du Eishockey spielen. Und die gehören halt einfach auch, die Spieler, die identifizieren sich. Und das ist ganz wichtig. Und ich hoffe, die bleiben alle so lange wie möglich im Turnier, auch wenn wir danach natürlich Probleme kriegen werden, weil du musst ja denen Pause geben und dann gibt es ja wieder trainingstechnisch einige Organisationsprobleme. Ja, dann hoffen wir mal, dass es gut für die Jungs läuft und ja, dass es dann vielleicht doch nicht reicht, um Deutschland rauszuhauen. Und dann kann man ja in der Champions League kann man schön nachlegen. Jetzt ist die EM ja Corona-bedingt um ein Jahr verschoben worden. Die Zahlen fallen jetzt, aber Vorsicht ist immer noch geboten. Ist es unter den Umständen richtig, jetzt so eine EM zu machen oder vielleicht sogar wichtig, dass die jetzt gerade doch noch gespielt wird? Ja, man sagt ja immer, ist ganz wichtig für die Leute in Krisenzeiten, dass sie irgendwas haben. Früher in Krisenzeiten haben die immer, ging der Alkoholkonsum hoch. Fußball ist extrem wichtig, nicht nur Fußball, Sport allgemein ist extrem wichtig für die Zuschauer. Es ist aber auch extrem wichtig, speziell in unserer heutigen Zeit, du hast das eben schon angesprochen, mit PlayStation und allen Möglichkeiten, Fernsehen und Handy und alles, dass wir Jugendliche wieder motivieren. Und so ein Turnier ist eine absolute Motivation, wenn du so als, ich weiß noch, ich als kleiner Knirps dann in Berlin, habe ich dann da vorm Fernseher gesessen, 74, und habe die Spieler bewundert. Und das war eigentlich dann das Ausschlaggebende, warum ich Fußballprofi werden wollte. Und wir lechzen ja nach jungen Talenten. Und wir sind zwar hier mit Wolfsburg, haben wir eine tolle Förderung, aber wir brauchen auch immer wieder Nachschub. Und so ein Turnier, und wenn wir dann noch vielleicht, dass die Deutschen noch toll abschneiden, kann ein Riesenschub sein. Also ich bin absolut dafür, dass wir das Turnier spielen mit allen Sicherheitsmaßnahmen, die erforderlich sind. Aber insgesamt ganz wichtig, glaube ich, für unsere Gesellschaft allgemein, für Fans, für junge Menschen auch. Bin ich ganz bei dir, weil ich merke es ja auch bei mir im Umfeld oder auch bei der Arbeit beim Radio und so. Wir sprechen jetzt mal seit 4 Tagen komplett über was anderes. Also wir haben nicht immer diese Filterblase der Informationen, die immer dann morgens und abends schnell nochmal abgerufen werden müssen. Und das tut richtig gut, zusammen mit dem Wetter und den fallenden Zahlen, dass man irgendwie das Gefühl hat, Mensch, da passiert auch zwischen den Saisons mal ein bisschen was. Und es sind auch wieder Leute dabei, die normalerweise vielleicht keinen Fußball gucken, die sagen, aber das gucke ich mir an, da habe ich Lust drauf. Das ist es ist echt ein Startschuss wieder in ein neues Leben. Das heißt also, wir waren ja anderthalb Jahre waren wir ja vollkommen abgeschottet. Wir saßen in unserer Wohnung, du weißt nicht, was du machen sollst. Meine Frau hat mich wenigstens, die hat mir in den Garten geschickt. Ja, ich habe ja so die Gärtnerlehre gemacht, aber das ist auch nicht alles. Ansonsten hängst du da und weißt nicht, was du mit der Zeit anfangen sollst. Und ich glaube einfach, dass nicht nur das Turnier, aber insgesamt jetzt der Zeitpunkt da ist, wo wir wieder auch leben können. Ja. Herr Maus, Sie haben selbst einen Sohn, der Fußball spielt, ne? Haben Sie mir erzählt. Ja, das ist so. Der ist ein Torwart, also eine ganz andere Fakultät. Aber wie alt, wie groß, da fragt der Scout. Ja. Er ist größer als ich und er ist 15. Das heißt also, wie groß ist er jetzt? 1,85? Sowas, ja. Leti erzählt, wie er 74 selbst geguckt hat und gefeiert hat. Ich tatsächlich auch mit 84, 88, 90. Wie ist das bei Ihrem Sohn? Ich meine, EM und WM heißt an manchen Stellen, heißt es, hat ein bisschen Stellenwert verloren, interessiert nicht mehr ganz so. Wie nimmt der das momentan wahr? Ist er ein bisschen im Fieber? Also mein Sohn ist ein leidenschaftlicher Selberspieler. Das ist ja, Fußball ist ein fantastischer Sport, gerade wenn man ihn selber ausübt. Und er guckt gerne. Er guckt aber auch dann am liebsten, wenn es live ist. Er ist sehr, sehr gerne beim VfL, er ist sehr, sehr gerne bei Eintracht. Darf man ja als neue Wolfsburger auch sagen. Es gibt da noch einen anderen Verein in der Region, der Spaß macht. Den dritten nenne ich jetzt aber lieber nicht, sonst kriege ich Schwierigkeiten zu Hause. Vielen Dank dafür. Aber tatsächlich, es wäre natürlich wunderschön, wenn
diese Stadien voll sein dürften. Also ich bin da ganz bei Ihnen beiden. Das ist toll, dass es Publikum gibt. Ich hoffe wirklich, dass es keinen Rückschlag gibt bei den Inzidenzen. Ich hoffe, dass die Vorkehrungen, die ja sehr ausgefeilt sind, die Leute müssen zum Teil 3 Stunden vor Spielbeginn da sein, damit man sozusagen Stück für Stück sich das, die Plätze sichert. Also das heißt, man sickert sozusagen in diese Stadien ein, da wird wirklich viel getan. Ich hoffe, dass das gut geht, weil das wäre wirklich ein gutes Signal des Aufbruchs. Und ich sage auch ganz ehrlich, hier als Geschäftsführer der Autostadt, ich meine, wir haben uns wirklich, also ich kann Ihnen das sagen, am 27. Mai haben wir wieder geöffnet. Ja. Die Kolleginnen, ein Glück. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier gekommen sind, waren zum Teil 7 Monate raus. Sie waren 7 Monate in Kurzarbeit null. Und das ist einfach so toll. Die Kollegen haben sich gefreut, dass jetzt hier das Publikum wieder kommt, dass unsere Gäste kommen, dass sie ihre Kollegen wiedersehen. Und wie Sie gesagt haben, Herr Liebarski, dass sie einfach was anders machen als, naja, den Garten umgraben im Zweifelsfall. Und das wird ja immer verkannt, die Autostadt. Viele wissen ja gar nicht, dass es eine Riesenattraktion ist. Wie viel, sagen Sie doch mal nochmal Zahlen, was normal, wenn so richtig viele Leute kommen, was haben Sie da für ein... Naja, wir haben im Jahr schon mal so unsere 2 Millionen Besucher. Das, Sie können sich vorstellen, das sind immer hohe 4-stellige Zahlen. Und das ist natürlich im Moment, läuft es etwas behutsam an, ganz klar. Die Leute sind noch vorsichtig, das merken wir überall. Das kann Ihnen jeder Restaurantbetrieb sagen. Aber die Leute kommen. Und ich merke auch einfach, dass sie sich freuen, dass man hier wieder sich bewegen kann. Und vielleicht ist auch ganz gut, dass es noch nicht so voll ist. Dann kann man sich so ein bisschen in diese Normalität wieder zurücktasten. Das war eine verdammt lange Zeit. Das ist richtig. Man muss auch ein paar Sachen muss man ja noch beachten. Man muss auch organisatorisch das ganz anders angehen. Aber ich glaube, das ist erstmal ein kleinerer Start ist besser, als wenn man unorganisiert Massen abfertigen muss. Und das gleiche Problem haben wir beim VfL auch. Da geht es ja auch dann darum, die Leute sicher und schnell auch ins Stadion zu bringen. Und da arbeiten wir auch dran. Wir müssen ja auch alle scheinbar erstmal irgendwie wieder lernen, was für ein Gefühl es ist, mit anderen Menschen zusammenzustehen und sich unterhalten zu können, ohne dass man da Plexiglas und Maske dazwischen haben muss. Ich wollte es gerade sagen, unmaskiert. Ne? Ja. Mir kommt das gerade auch das so, fast ist, schon ein bisschen komisch vor. Surreal. Obwohl es legal ist. Wir sind draußen. Ja, alles gut. Jetzt haben wir 4 Spieltage schon durch. Gab es für dich bisher irgendwelche Überraschungsmannschaften schon? Irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hatte ich aber so nicht auf dem Zettel. Du meinst jetzt bei der EM? Genau, bei der EM. 4 Spieltage. Ja. Italien hat mich absolut beeindruckt. Mhm. Ich muss auch sagen, gestern die Slowakei, das ist jetzt noch nicht Top-Class, aber da sind die Jungs auf dem Platz, die können Fußball spielen, die spielen mit Herz. Natürlich wird sich dann die Spreu vom Weizen trennen, aber wir haben, selbst wenn man Mannschaften wie Nordmazedonien sieht, mit welcher Hingabe die spielen. Die spielen ja, die nehmen Waffen, die wir früher benutzt haben. Das heißt also provozieren, das ist ja heutzutage gar nicht mehr so angesagt. Ja, aber die haben provoziert, die haben die Zweikämpfe gesucht. Da war spieltaktisch vielleicht nicht alles by the book, aber das macht Spaß, wenn man da auch mal wieder anderen Fußball sieht. Also ich bin ja so ein Feind von diesem Ball hin und her geschiebe und Taktik und das sieht alles toll aus, alle Räume sind besetzt, aber eigentlich spielt die Musik vor den Toren und da habe ich gern, wenn Herzblut da ist und selbst wenn mal so ein Wilder wie Arnautovic, der jetzt mal irgendwann wieder glücklicherweise das Tor getroffen hat, ein bisschen ausflippt, das gehört einfach dazu, das sind die Storys und da freuen sich auch die Leute, da haben wir auch wieder Abwechslung, als wenn wir dann eben Spieler 2 spielt zu Spieler 3, Spieler 4, das ist doch langweilig, da muss wieder richtig was losgehen. Ansonsten eigentlich so die Mannschaften, die wir auch erwartet haben, die Engländer haben gewonnen, ja, also nichts, ich habe noch nichts Außergewöhnliches gesehen, Spanien haben wir eben angesprochen, Spanien können wir nicht spielen, weiß ich auch nicht warum, aber die sehen auch nicht so toll aus. Also, was war da? Alles noch drin, ne? Ja. Ja. Europameister, wer wird's? Kann man da vielleicht einen Tipp abgeben oder ist das einfach viel zu dicht an dich? Ich bin die größte Pfeife im Tippen, aber ich sage, also jetzt mal hören Sie weg, ich sage Deutschland. Nicht einfach nur, weil ich das sagen muss, sondern ich
man muss auch mal ein bisschen positive Energie reinbringen. Und warum nicht Deutschland? Wir reden immer, wir sagen mal, die Mannschaft kann die überhaupt. Wir haben da kann man von 1 bis 11 durchgehen, da sind schon klasse Spieler dabei. Wenn die so ein bisschen dieses Nervenkostüm in den Griff kriegen und nicht so viel Verantwortung spüren, sondern einfach nur drauf losspielen, ich glaube, da haben wir auch dann gute Möglichkeiten. Dass so einer wie Müller wieder da ist, war schon eine gute Idee, oder? Müller und auch Hummels, weil einfach, wir haben ein paar Spieler, die werden lieber geführt, als dass sie führen. Und wir haben bis auf Kimmich und Neuer mit in Maßen die einzigen richtigen Führungsspieler. Deshalb tut Müller uns extrem gut und auch Hummels. Das war ja lustig, der hat den ja erst auf links gestellt. Taste dich mal ran, Junge. Der muss in der Mitte spielen und dann jetzt die Dreierkette führen. Und dann hast du den verrückten Rüdiger dabei. Das ist den möchte ich auch nicht spielen. Das ist so der Cola 2.0, ja. Also Jürgen Cola, ja. Also wir sind froh, dass wir die haben. Dann reihen wir uns aufgrund des guten Karmas mit ein und sagen, wir werden einfach Europameister, ne? Absolut. Ja, wer 3-2 gegen Frankreich tippt, der muss muss ja eine Linie haben. Ja, naja, aber ich weiß ja, wie es dann ist. Also man weiß ja, dass zum Beispiel so ein Basler früher dann auch gerne mal doch noch abends vor dem Spiel ein paar Bier getrunken hat. Wer weiß, wie viele Jungs da jetzt sagen, Mensch, das schmeckt heute so gut, das Maß bei dem Sonnenschein. Und dann spielen wir halt gegen Ungarn nicht mehr ganz so gut und zack, bist du dann doch raus. Insofern schauen wir mal. Die Presse hat eventuell noch Fragen, habe ich gehört. Gibt es da jemanden? Ja, also ich bin mit Tablett ausgerüstet, ich gucke auf dem Handy, ich gucke im Studio, am liebsten gucke ich zu Hause. Da muss ich mich bloß mit meinem 18-jährigen Sohn auseinandersetzen, der natürlich sagt, der Papa hat keine Ahnung und wir wetten dann immer gegeneinander. Aber du bist heutzutage natürlich durch diese 3 Spiele meist am Tag musst du flexibel sein und ich weiß nicht, ob andere Leute noch Probleme hatten. Ich wollte mich am ersten Tag bei Magenta TV ein, weil das eine Spiel Schweiz gegen Wales, das war nur in einem Sender und du kamst nicht ran. Ich war verzweifelt, ja. Und ich wollte mal sehen, wie der Ricardo Rodriguez spielt, der in der Schweiz. Ich wollte mal sehen, wie der Junge aufläuft und Gareth Bale wollte ich sehen, ja, und dann musste ich mir das nochmal angucken, dann viel später, und dann wusste ich das Ergebnis schon, das ist das Schlimmste, ne? Das ist das Schlimmste, also ich gucke überall, wo ich kann. Ja. Ja, na, ich... Na, ich sehe, ehrlicherweise, ich singe nicht mehr mit. Ich habe immer mitgesungen und ich hoffe natürlich, wenn man so sieht, ja, die Nationen, einige, die sind ja, wenn man die Schotten gesehen hat oder so, oder auch war das Neumazedonien, glaube ich, da ist richtig Herzblut. Und da kannst du so mit so einer Hymne, da kannst du dir schon Mut ansingen. Also wollen wir mal gucken, was unsere Jungs heute machen. Aber wichtig ist natürlich dann, was sie mit dem Ball anstellen. Die Stimme ist zweitrangig. Ja, haben wir noch ein, zwei Minütchen? So ein, zwei Fragen hätte ich noch, die einfach, aber die sind eher nicht ganz so wichtiger Natur. Jetzt hast du dir gerade ein Wasser eingegossen, noch einen Schluck, das bewerte ich jetzt einfach als ja. Ja, das ist... oder wird es eng? Wie heißt das? Wie muss man sich, was halten? Der Wasserstand muss, 1% Wasserverlust ist 10% Leistungsverlust. Also nicht, dass ich hier noch... Dann sorgen wir mal dafür, dass du wieder auf deinen Pegel kommst quasi und dann stelle ich nebenbei nochmal schnell eine Frage. Ich wollte gestern nochmal so ein bisschen ein paar Infos sammeln und wie es dann so ist bei YouTube, man bleibt halt hängen und guckt dann doch länger als man wollte und ich habe mir ganz viele schöne alte Szenen von dir angesehen, Tor des Jahres 1985, unglaublich, ich glaube, das habe ich mir gestern nochmal so 15 Mal hintereinander angeguckt.
weiß nicht, ob du dich selber noch daran erinnern kannst, du bist da durchgewudelt und dann war da vorm Keeper und dann hat der Keeper den ersten gekriegt und lag auf dem Boden und wollte dir schon immer so die Beine wegziehen und zwei Hünen stellen sich vor dir auf und du schaffst es dann doch noch irgendwie mit dem linken Riss den so rüber zu luppen und das war dann Tor des Jahres 1985, unglaublich. Da kann ich mich gar nicht für begeistern. Genau, deswegen jetzt die Frage oder der Hinweis, guckst du dir manchmal selber noch so alte Spiele oder alte Geräte auf YouTube an? Überhaupt nicht. Du erschrickst ja, das Tempo ist ja vollkommen anders, die Räume, du hast Riesenräume, vielleicht konnte ich nur deshalb irgendwas da auf dem Spielfeld schaffen, überhaupt nicht. Ich, bei meinem Sohn, da brauche ich gar nichts rausholen, der sagt, komm, mach, Zeit ist vorbei bei dir, ich gucke gar nichts, also erwische mich mal, dass ich mir Highlights von Neymar oder von Ronaldo oder ich liebe Messi natürlich, klar, oder Ibrahimovic, da gucke ich mir, also auch auf YouTube, da bleibe ich dann hängen und gucke mir dann so tolle Aktionen an, das ist richtig. Jetzt wünschen wir ja Jogi Löw, dass sein letztes Turnier ein erfolgreiches sein wird, damit wir alle drei recht behalten. Aber vielleicht mal einen Blick auf den Nachfolger. Was trauen Sie Hansi Flick zu? Bei Bayern hat er großartigen Erfolg gehabt. Ist er auch der richtige Nationaltrainer? Ich kann ja jetzt mal was Gemeines sagen. Das Schlimmste, was passieren kann, das ist Berti Vogts passiert. Du kommst nach der WM, nach dem WM-Gewinn zur Nationalmannschaft als Trainer. Und der Beckenbauer sagte auch noch, wir sind über Jahre, weil wir jetzt die aus der ehemaligen DDR die Spieler haben, über Jahre nicht zu schlagen. Und auf der einen Seite hofft er natürlich, dass ein Spezi-Yogi noch was holt, aber vielleicht nur so Halbfinale oder so, weil du kannst ja nichts, was willst du denn da noch toppen? Ist auf alle Fälle eine interessante Aufgabe. Ich kenne ja Hansi Flick, ich bin ja, das war mein Nachbar und wir sind immer zusammen zum Training gefahren und hat ja bei Köln eine Zeit lang gespielt und ich bin mit ihm befreundet und ich finde so, der packt die Sache so sehr, sehr positiv an, der hat sehr viel Respekt gegenüber den Spielern, der gibt auch Spielern, die jetzt, wir hatten das Beispiel Boateng zum Beispiel, der lange raus war bei Bayern München, den hat er wieder zurückgebracht und der macht allen Spielern Mut und das ist, glaube ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir auch auf die Leute zugehen, wo wir früher eben, wo halt der Trainer Diktator war, das ist nicht mehr gefragt und ich glaube, der wird diese tolle Serie von Jogi Löw weiterführen, aber vielleicht ein bisschen anders. Er hat eine andere Ausstrahlung als Jogi und es ist auch mal vielleicht ganz gut, dass dann jetzt auch mal ein Abschluss da ist, denn die Presse hat alles ausgedrückt, was es gibt über Jogi Löw und vielleicht kommen dann auch mal vielleicht der ein oder andere Spieler nach. Mal gucken. Ich würde mir wünschen, dass noch irgendwie der Stefan Kunz in irgendeiner Weise eingebunden wird, der Trainer der U21, weil der einfach einen guten Draht hat zu den Jungs. Das ist so der jüngere Horst Rubisch. Also der hat echt Verständnis und das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Also es geht nicht nur darum, spieltaktisch die Mannschaften einzustellen, sondern einfach auch den Spiel Freude zu vermitteln und eine gewisse Wertigkeit. Also ich glaube schon, der Hansi wird das gut machen, aber nach dem Titel zu kommen, also ich würde auch nicht gern nach Jupp Heynckes oder so Trainer werden, ist nicht so angenehm. Spielfreude hat man bei euch ja damals auch gesehen. Wie ist denn das? Trifft man sich noch mit den alten Weltmeisterkollegen? Grillt man Würstchen und guckt sich mal so ein Spiel bei der EM an oder irgendwie sowas? Ja, wenn du sie noch erkennst. Es gibt also, wir haben ja so 10-Jahrestreffen, 5-Jahrestreffen sogar und dann trifft man sich mal wieder, es ist sehr spaßig, weil natürlich die Geschichten, die waren ja mal, die werden ja immer besser, ja, also wenn du früher 10 Tore gemacht hast, waren es jetzt 20 und einige, die haben natürlich auch, sagen wir mal, die sind älter geworden, die hast du also mit 30 oder jetzt mit 60, das sieht vollkommen anders aus und trotzdem ist aber diese Herzlichkeit da. Deshalb also macht das Spaß, aber man hat eine besondere Beziehung innerhalb von der WM-Mannschaft. Wenn man Weltmeister geworden ist, hat man eine enge Beziehung und viele laufen mir natürlich über den Weg, wie Matthäus oder Brehme, Hessler,
Buchwald, Klinsmann, die sehe ich öfters mal und das macht immer wieder Spaß. Also man zehrt von so einer WM und das ist wichtig, hat eine andere Beziehung als vielleicht zu Leuten, wo man früher im Verein zusammengespielt hat. Das ist noch eine engere Bindung. Dein Glas ist fast alle, dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage, die hat auch mit Lesern zu tun. Ich habe Mario Basler vorhin schon erwähnt, der ja ganz gerne mal in den Talkshows erwähnt, dass er dann bis nachts um 4 an der Hotelbar getrunken hat, bis dann der Trainer kam und sagte, wenn du jetzt so weitermachst, dann spielst du morgen nicht. Und er sagte dann, wenn ich mein Bier jetzt hier nicht weiter trinke, dann spiele ich morgen nicht. Und dann hat er gespielt und hat genetzt. Also es hat bei ihm scheinbar dann funktioniert, zumindest die. Das war sein Antrieb. Sein Antrieb, ne? Ja. Wie war es denn bei euch früher dann so bei WM, EM? Seid ihr nachts auch mal aus dem Hotel ausgebüxt und habt mal irgendwie geguckt, was der Esel, ob der noch einen Schluck in seiner Flasche hat, den er vorhin auf der Bahn getroffen hat? Ja, natürlich, sind sie abends auch mal raus. Es war mal ganz lustig. Wir hatten ja mal dann so 86, waren wir in so einem Camp in Mexiko und da haben dann die Journalisten haben alle Türen bewacht, ob irgendeiner, da waren dann 4, 5 Ausgänge und da war dann die Challenge, erstmal an den Journalisten vorbeizukommen, aber ist ja klar, wenn du 6 Wochen aufeinander hängst, heutzutage ist das kaum noch möglich, aber zu unserer Zeit haben wir natürlich viel Spaß gemacht. Ich weiß auch noch, wir fingen dann an mit Ernährung und jetzt müssen wir aber wieder fettarmer essen und dann haben wir dann, ja, weiß ich noch, Kalle Rummenigge und Paul Breiten und ich in der Küche gesessen und haben uns dann Salamischnitten geschmiert. Also das ist alles Humbug, wenn du auf dem Platz gut eingestellt bist, dann macht das Bierchen beim Basler nichts aus und auch die Salamischnitte bei Litbarski nicht. Oder jetzt die Schokolade, ne? Oder die Schokolade, da kann ich leider nichts nachsagen. Ja, super. Ja, dann vielen Dank, Pierre Littbarski. Vielen Dank, Herr Maus. Vielen Dank auch an alle Anwesenden. Wünsche ich uns allen einen schönen Fußballabend heute Abend. Noch eine schöne EM und vor allem alle gesund bleiben und gern mal die Fanstadt, die Autostadt weiterhin besuchen. Vielen Dank. Dankeschön.